erstmal vielen Dank an alle, die gestern am Workshop dabei waren. Hol dir deine Macht zurück. Ich hole mir jetzt auch meine Macht zurück, weil wir hatten einige Probleme. Das erste Problem war, es war der falsche Link hinterlegt. Guten Morgen. Es war der falsche Link hinterlegt in den E-Mails. Es war zwar das richtige Zoom-Link geschrieben, aber es war der falsche Link zum Draufklicken hinterlegt. Also hatten ganz, ganz viele Probleme, dabei zu sein. Das Ganze habe ich gelöst, indem ich wirklich allen auf meiner E-Mail-Liste die Aufzeichnung geschickt habe von dem Workshop. Also, wenn du diesen Workshop noch haben willst, dich noch nicht eingetragen hast, er wird gratis verschickt an alle. Er war trotz alledem absolut gigantisch. Ich habe mega, mega cooles Feedback auch schon bekommen über die Inhalte. Jetzt kam das nächste Problem, das aber auch überhaupt kein Problem war. Dann letztendlich, wir haben alles super gut gemeistert. Ich habe eine wunderbare Meditation gemacht. Und die Musik war so laut, dass man es erstmal überhaupt nicht gehört hat, was ich gesagt habe. In der Aufzeichnung jedoch, zwar nicht audiomäßig mega, mega gut, kann man es hören, was ich gesagt habe. Aber das Coole war, viele haben diesen Moment genutzt, in diese Energie einzutreten von diesem Workshop, von diesem Raum, der kreiert wurde, von diesem machtvollen, kraftvollen Raum in uns drin und haben ihre eigene Meditation gemacht. Aber wie gesagt, heute habe ich es verschickt. Die Meditation ist drin. Ich finde sie absolut gigantisch. Und warum ich jetzt hier auch live bin nochmal mit euch, ist, die Meditation, habe ich sie heute schon zweimal gehört. Ja, leider ist es eben vom Sound her ein bisschen schlecht, aber ich habe dazu gelernt. Ich weiß jetzt, wie ich es machen muss. Und deswegen bin ich jetzt nochmal live hier heute mit euch, weil genau das so, so wichtig ist, dass ich erkenne, auch in diesen Meditationen, dass eigentlich eine Meditation nichts anderes ist als eine Konzentration und ein Fokus auf meine innere Welt, die nun mal nur aus meinen Gedanken besteht. Das sind diese energetischen Stückchen, die ich dazu nutze, mich nach außen zu projizieren. Ja, everyone and everything is you pushed out. Das heißt, alles, was ich habe, was ich draußen sehen möchte, ist von mir als ein Gedankenkonstrukt gemacht worden. Ich habe alles in mir generiert, indem ich ein Gedankenkonstrukt drumherum gebaut habe. Und das ist das, was ich gestern so klar rübergebracht habe, dass meine Macht darin liegt, dass ich alles betrachte und mit einem Gedankenkonstrukt umwebe, umgebe, umgarne und es so zu meinem mache. Und genauso entstehen natürlich auch die Dinge, die ich nicht haben möchte, die aber trotzdem irgendwie scheinbar meine sind. Und ich möchte jetzt heute hier nochmal über SP sprechen. Und zwar mal schauen, was hier auf YouTube. Ich bin auf YouTube und auf Instagram gerade gleichzeitig live. Muss mal ganz schnell schauen, was hier läuft. Und hier läuft. Mal gucken, ob ich was sehe von euch. Bei mir ist es wirklich super, super wichtig, dass das hier für euch klar wird, was ich damit meine. Und zwar diese Manifestation, unser Leben ist ausgedrückte imaginäre Aktivität. Danke für den tollen Abend gestern. Ja, danke euch, dass ihr trotzdem so zahlreich da wart. Es waren da wirklich ganz, ganz viele da. Leider habe ich einige verscheucht mit der lauten Musik und meine Meditation nicht hören, aber wie gesagt,
Ich komme ja jetzt hier nochmal zurück, um diese Sache wirklich zu verankern in uns, dass wir erkennen, dass diese Gedankenkonstrukte, die wir um alles drumherum legen, letztendlich das ist, was sich in außen in unserer Welt manifestiert. Gedankenkonstrukte, wirklich nur Gedankenkonstrukte. Das sind Ansichten, aber wenn ich tiefer reingehe und es auseinandernehme, ist es ein Gedankenkonstrukt. Und jetzt komme ich zu SP. Jede Person, spezielle Person, jede Person ist eine spezielle Person in dem Moment, wo ich mich speziell auf diese Person fokussiere, dran denke. Ja? Und logisch ist oftmals die Person, die mir am meisten am Herzen liegt, die ich liebe, mit der ich lebe, mit der ich leben möchte, mit der ich eine Zukunft möchte oder schon habe. Aber das, was gerade ist, ja, das, was gerade ist, ist entstanden aus den Gedankenkonstrukten, die ich drumherum gebildet habe, um meine spezielle Person. Und ich rede immer von sie, er ist der Spiegel, ja? Und wenn ich jetzt hier in dieses Video reinschaue, dann sehe ich mich und ich habe ein Gedankenkonstrukt um mich. Ja, das fängt damit an, indem ich sehe, was ich sehe, wie ich meine Haare finde, wie ich meine Augen finde, wie ich meine Fingernägel finde, wie diese Aufmachung hier, wie ich finde, dass ich mich gerade innerlich fühle. Ich habe für alles ein Gedankenkonstrukt. Und dieses Gedankenkonstrukt macht mich aus, macht mich zu einer Person, zu einer Persönlichkeit, zu einer Identität. Und dann weiß ich, okay, das bin ich. Aber das Wichtige ist, ich muss es nicht bleiben. Ich muss es nicht sein, weil ich bin ja nur ein Gedankenkonstrukt aus meinem eigenen Kopf. Und dieses Gedankenkonstrukt kann ich. Ich habe die Macht, ich habe die Kraft, ich habe die Power, ich habe die Fähigkeit. Da bin ich auch im Workshop nochmal ganz genau drauf eingegangen, welche Fähigkeiten, mit welchen Fähigkeiten ich hier geboren bin. Ich habe die Power, diese Konstrukte zu verändern. Und das Erste und das Einzige, was ich ändern muss, ist eben meine Denkkonstrukte. Nummer eins über mich, Nummer zwei über die anderen Menschen und Nummer drei über die Welt da draußen, also über das Kollektiv. Und das ist meine Aufgabe, das ist meine Aufgabe, aber das kann ich eben nur, sage ich jetzt mal, reinen Herzens machen aus meinem Divine Design. Soul Blueprint aus meiner Liebe, aus meiner Begeisterung, aus meiner Hingabe, aus meinem alles herausmachen, wenn ich mich zuerst als das selber wahrnehme, empfinde und sehe. Und da muss ich dieses Gedankenkonstrukt aus meinem Soul Blueprint heraus neu bilden. Und dann heißt es nicht, heute hast du die Haare aber komisch oder hier steht was ab oder keine Ahnung. Du bist perfekt, wie du bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Du bist so ein großartiger Mensch. Alles, was du willst, was du machst, was du tust, ist für mich in Ordnung. Es ist für mich in absoluter Ordnung. Solche Gedanken über mich muss ich anfangen zu implementieren, damit ich mein Divine Design Soul Blueprint identifiziere, also eine Identität werde. Diese Identität und damit muss ich mich umgeben mit diesen Gedanken den ganzen Tag. Muss ich aus dieser Perspektive, aus dieser Richtung Nummer eins über mich denken. Und dann fällt es mir auch leicht, Nummer zwei, so über andere Menschen zu denken, weil ich mich komplett akzeptiert und angenommen habe als dieses duale Wesen, aber nicht kritisiere und nicht verurteile,
sondern weiß, dass all diese Gedankenkonstrukte, die ich früher getragen habe, mit mir getragen habe, daher gerührt haben, dass ich mich im Außen als getrennt und als Ego oder als nicht gut genug identifiziert habe. Und dann kann ich das alles annehmen, sozusagen in mich integrieren, und dann kommt nur noch eins aus mir raus: Ich liebe dich. Und dann kann ich auch zu anderen Leuten sagen: Ich liebe dich. Du bist großartig. Du bist wunderbar. Und bedingungslos. Hier bin ich dann in dem Raum der Bedingungslosigkeit. Dann muss ich mir nicht überlegen, wann kann ich liebe dich sagen, wann ist es angebracht, wie viel Liebe kann ich machen, wie toll kann ich jemand anders finden. Und dann bin ich einfach ich selber, dann bin ich im Fluss, dann lasse ich mich fließen, weil ich mich komplett selber annehme als das, was ich bin. Und das ist meine Macht, das ist meine Kraft, das ist meine Power. Plötzlich muss ich nichts mehr ablehnen, ich muss nichts gegen nichts mehr kämpfen, sondern ich kann einfach endlich ich selber sein, weil ich weiß, ich bin gut, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin all diese Ablehnung, die ich mal erfahren habe von speziellen Personen, von Eltern, von Chefs, von Mitarbeitern, von Geld, all das ist nur entstanden, weil ich diese Gedankenkonstrukte mit mir rumgetragen habe. Und gestern in Hol dir deine Macht zurück, habe ich eben darüber gesprochen, über diese Wichtigkeit, diese Gedankenkonstrukte zusammenzupacken, sie überall einzupacken, zusammenzubündeln und wirklich wegzuschmeißen, in die Mülltonne zu schmeißen und sie gehen zu lassen, ohne irgendwie zu denken, ich verliere etwas. Ich verliere etwas, was mir wichtig war. Ich verliere etwas. Nein, du verlierst nichts, wenn du die Dinge loslässt, gehen lässt, in deinem Kopf, mental, die dir noch nie dienlich waren. Und ich meine, wem war es denn jemals dienlich zu sagen, so und so, mein SP liebt mich nicht, so und so will mich nicht, ignoriert mich. Meine Eltern waren emotional nicht verfügbar, deswegen bin ich jetzt emotional nicht verfügbar. Ich habe Traumata, vor Angst verlassen und zurückgewiesen zu werden. Ja, das hast du alles erlebt. Ja, das ist alles valide. Aber wenn du jetzt die Wahl hast, diese Dinge weiter in deine Gedanken, in deine Konstrukte, in deinem Kopf einzubauen oder auch nicht, warum solltest du es nicht einfach bleiben lassen? Warum solltest du es nicht einfach sein lassen und sagen, yes, jetzt fange ich neu an? Ich meine, jeden Moment hast du dazu die Möglichkeit, neu anzufangen, neu zu denken, dich neu zu identifizieren, neu dich aus deinem Divine Design heraus auszubreiten, in die Energie der Perfektion, der Liebe, der Erfüllung zu gehen. Jeden Moment hast du die Wahl. Nur musst du deinem Verstand beibringen können, dass er alle Ängste und alle Traumata, alles tatsächlich loslassen darf, dass es safe und sicher ist, die Vergangenheit loszulassen. Wenn dein Verstand noch nicht versteht, wenn er noch nicht annimmt und sich nicht sicher fühlt mit einem Neuanfang, dann wird er dich immer wieder in diese gedanklichen Konstrukte bringen, die aus der Vergangenheit dienlich waren. Weil du hast es ja mal geglaubt, es hat dir ja mal Erfolg gebracht. Bis zu einem gewissen Punkt hat es dir Erfolg gebracht, dass du dich klein gemacht hast, dass du dich an zweite, dritte, letzte Stelle gesetzt hast, dass du für andere da warst, dass du dich aufgeopfert hast. Das hat dir ja was gebracht. Es war ja gut. Ich habe mich auch für meinen Sohn aufgeopfert. Wobei ich es nie als Opfer empfand, sondern als Pflicht. Aber das war mein Konstrukt. Ich hatte kein Konstrukt, wo ich gleichzeitig für mich da sein konnte, in meiner höchsten Liebe, Größe, Perfektion, in meinem Erfolg,
geliebt, anerkannt und unterstützt zu werden, während ich gleichzeitig das auf meinen Sohn projiziere. Mein Konstrukt war, ich bin außerhalb dieser ganzen Geschichte und ich mache und tue es für meinen Sohn und ich bin quasi nicht Akteur, sondern Diener der Story, ja? Und das ist auch so wichtig, dass ich erkenne, dass dieses Konstrukt ist verlogen, das stimmt gar nicht. Ich kann mich gar nicht trennen, ich kann mich nicht abtrennen. Ich trenne mich nur ab, weil ich dieses Konstrukt der Trennung noch habe und denke, ich mache was für andere und verhindere einfach nur durch diesen Gedanken, durch dieses Denkkonstrukt, dass das, was ich für andere tue, dass ich für andere denke, dass ich für andere will, gleichzeitig meins ist, weil es ja von mir kommt. Ja, und das meine ich mit diesen Konstrukten, das meine ich mit Ängsten, das meine ich mit Traumata. Und diese Sachen, da muss ich mal dahinter steigen und mich als einzige Quelle meiner Realität anerkennen, weil ich erkenne, diese ganze Realität ist ins Konstrukten, in meinem Denken entstanden. Und das ist meine Macht. Diese Erkenntnis, die mich vollkommen ermächtigt und mir zeigt, wie kraftvoll, powerful ich schon immer war. Ich habe einfach nach diesen Konstrukten gelebt, nach diesen Annahmen, nach diesen Rückschlüssen, nach diesem Denken, nach diesem Mindset. Und ich muss wissen, was habe ich für einen Mindset? Wie ist mein Mind aufgesetzt? Was sind meine Konstrukte? Und das weiß ich nur, wenn ich mir erlaube, ganz, ganz tief da reinzugehen in mich, in meine Welt, in meine Konstrukte, in meine Ängste, in meine Traumata und das raushole und einfach mal sage, wow! Und das traue ich mich erst, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, hey, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Vergangenheit, ich bin nicht meine Traumata, ich bin nicht meine Ängste, ich bin gar nichts, außer Pure Divine Design Soul Blueprint aus meinem Innersten heraus, immer unabhängig davon, was sich außen zeigt, gezeigt hat. Jemals, ich bin das, was ich bin. Und dann kann ich tief, tief reinschauen und sagen, okay, was ist da noch, was nicht zu mir gehört in Wahrheit? Was ich angenommen habe, was ich zu mir genommen habe, was ich von meiner Familie, von der Gesellschaft, was ich alles angenommen habe und was ein Riesenwust an Konstrukten ist. Und wenn ich da mal hinschaue, dann sehe ich die Sinnlosigkeit in dieser ganzen Geschichte. Und warum ist da eine Sinnlosigkeit drin? Weil ich das aus der Perspektive eines energetischen Wesens betrachten kann und sage, jedes Konstrukt ist sinnlos. Ich brauche gar keine Konstrukte. Ich kann einfach sagen, wer ich bin und ich kann sagen, wer die anderen sind und ich kann sagen, wie die Welt ist. Denn ich bin die Welt und ich bin die Realität und ich mache mich frei. Und wenn ich konstruktfrei bin, wenn ich logikfrei bin, wenn ich analytisch frei bin, sondern einfach nur ich selber bin, man nennt es auch authentisch, dann flüchten alle Ängste, dann flüchten alle Sorgen, dann flüchten alle Traumata. Und ich bin neu, ich fühle mich wie neu geboren, ich fühle mich leicht, ich fühle mich in charge, ich fühle mich in meiner Kraft, ich kann alles tun, ich fühle mich unbesiegbar. Weil wer soll mich denn besiegen, wenn ich den Kampf gegen mich selber aufgegeben habe, wenn ich den Kampf aufgegeben habe gegen äußere Umstände, gegen Vergangenheit, gegen andere Menschen, gegen Traumata, gegen Ängste? Logisch bin ich unbesiegbar dann. Und dann bin ich in meiner Manifestationskraft und Power, weil ich dann den Fokus und die Ausrichtung darauf habe, was ich will, weil ich die bin, die ich sein will. Ja, aber wenn ich, solange ich noch glaube, dass ich die bin, die ich nicht sein will, weil äußere Umstände, Vergangenheit, Traumata, Ängste mich zu dem Opfer in Anführungsstrichen gemacht haben, dann kann ich mich auch nicht
auf meine Wünsche und Träume fokussieren, weil da ist ja eine Dissonanz. Ich passe ja gar nicht rein in meine Traumwelt. Ich habe meine Traumwelt und ich passe da gar nicht rein, weil ich noch nicht passend bin. Ich habe mich noch nicht passend gemacht. Und diese Alchemie, die mache ich alles in mir drin. Und ich komme zum Punkt, ich habe ein kleines Programm, das startet am 2. Juni. Es kostet 499 Euro statt 999 Euro. Es geht einen ganzen Monat. Es hat vier Calls drin. Es hat eine Telegram-Gruppe drin, wo wir in die weibliche Alchemie der Frau eintauchen und in diese Kraft und Macht unserer Alchemie, mentalen Alchemie, emotionalen Alchemie, aller vergangenen Dinge, Traumata, Ängste, Emotionen eintreten und erkennen, wie wir in uns alles, was da draußen kommt, alchemisieren, auflösen, ins Divine Design bringen können, in die Welt, in die Realität bringen können, wie wir sie haben wollen. Und das ist ein Programm, das ist für all die, die sagen, okay, das Divine Design Soul Blueprint Programm ist für mich zu groß, 3 Monate, das ist für mich zu tief, ich bin noch nicht so ready, all in zu gehen. Dann ist diese weibliche Alchemie, dieses Ein-Monats-Programm im Juni genau das Richtige für dich, wenn du sagst, okay, ich will da mal aufräumen, ich will aufräumen, ich will alchemisieren, ich will diese Traumata, diese ganzen schweren Emotionen einfach loslassen und lösen, damit ich mein Divine Design Soul Blueprint mehr verkörpern kann. Das ist ein kleiner Schritt für dich. Wenn du aber jedoch sagst, okay, ich bin die All-In-Lady, ich will alles haben, ich will der ganzen Sache wirklich auf den Grund gehen und mich als die perfekteste, höchste Version, kraftvollste Version meiner selbst wahrnehmen, dann gehst du in die 3 Monate Divine Design Soul Blueprint. Ich habe bis morgen Sonntag nochmal dieses Angebot 2 für 1 geschalten. Du musst mir dazu schreiben, dann schicke ich dir den Link. Dann kannst du noch mal zum halben Preis dazukommen. Danach bist du Divine Design Soul Blueprint Practitioner. Wenn dir dieses Programm gefällt, kannst du anderen Leuten davon erzählen und sie in unsere nächste Runde, die ich noch nicht weiß, wann sie stattfindet, einladen. Bis dann quasi Ambassador bekommst deine Kommission sozusagen, obwohl du eigentlich nur das weitergibst, was dich begeistert. Wenn du sagst, ich möchte es aber selber weitergeben, auf meine Art und Weise, dann hast du genau die gleiche Möglichkeit, hinterher Divine Design Soul Blueprint Coach und Mentor zu sein und deine eigenen Programme nach diesem Konzept, das einfach 100% wirkt und funktioniert, weiterzugeben. Und bist Teil unserer Community, unserer Coach und Mentor-Community. Und mein Ziel ist, diese Divine Design Welt so groß zu machen, dass es irgendwann mal niemanden mehr gibt, der sich entmächtigt fühlt, der sich ausgeliefert fühlt, der sich unterdrückt fühlt, der das Gefühl hat, irgendetwas in dieser Welt ist nicht für ihn gedacht, der sich ungeliebt fühlt, der sich unsicher fühlt, der sich nicht gewollt und nicht angenommen fühlt. Das ist meine riesengroße Vision, dass wir automatisch, wenn wir sozialisiert werden, durch unser Umfeld in die Wahrheit und Wahrhaftigkeit sozialisiert werden und nicht mehr in die Lüge. Das ist meine Vision. Das ist meine Divine Design World Vision. Und das, so muss es sein. So muss die Information in unserem Kollektiv gespeichert sein. Da muss ich, wenn ich mit einem Menschen in Kontakt komme, der Divine Design Identity lebt, seine eigene Brand Mission rausträgt, muss ich genau wissen, bam, das ist die Wahrheit. Diese Person trägt die Wahrheit in die Welt. Bam, mit dieser Person connecte ich mich. Das sind alles Menschen, die die Wahrheit wissen. Und dann, was passiert dann, Leute? Was passiert dann? Dann haben wir das Paradies auf Erden.
Und nur so funktioniert es. Jeder für sich zuerst selber. Erst selber. Ich kann nicht teachen, andere belehren, andere unterstützen, wenn ich mir selber nicht die Sauerstoffmaske aufsetzen kann. Wenn ich selber nicht weiß, was es braucht. Wenn ich selber nicht weiß, wie ich mich selber managen kann. Wenn ich selber nicht weiß, mit welchen Menschen ich mich wie connecte. Wenn ich selber nicht weiß, dann werde ich immer einen Fake-Eindruck hinterlassen. Und die Frage zum Abschluss von diesem Live ist, bist du jemand, der Leute sieht da draußen, die fake sind? Bist du jemand, der immer wieder sagt, die lügt, die ist fake, die gibt was vor, der ist auch nicht so selbstsicher und confident, wie er tut? Ja? Siehst du solche Leute? Und das liegt daran, dass du dich selber noch so siehst, dass du dir selber noch nicht vertraust, dass du selber noch denkst, irgendwo bin ich da noch fake, irgendwie tue ich was, sage ich was, was ich noch nicht für mich als wahr und integriert habe. Und genau dann, wenn du komplett ganz rund, fein, okay mit dir bist und weißt, wie dieses Leben hier funktioniert, wer du bist in diesem Leben hier, in dem Moment bist du hundertprozentig authentisch. Und mit dieser Authentizität erlaubst du dir einfach auch ein Leben, ein authentisches Leben zu führen und einfach das zu tun, was dir entspricht. Ohne Konzept und ohne Konstrukt. Ja, du erlaubst dir, so zu sein und so zu sein und so zu sein und so zu sein. Und weißt, es ist immer gut und richtig, weil ich immer gut und richtig bin und äußere Umstände spielen keine Rolle. Und der Tag, wo ich Lust habe, wie zum Beispiel gestern im Workshop, wirst du sehen, ich war voll geschminkt. Heute bin ich die gleiche, einfach nur abgeschminkt. Aber egal, verstehst du? Das sich zu erlauben und zu sagen, ich bin so fein mit mir, ich bin so fein mit der Welt, dann erlaubst du dir eben auch mit allen anderen da draußen fein zu sein. Und dann bist du fein. Und dann hast du die Kraft und die Macht, genau dieses Divine Design, das so fein ist, zu verkörpern. Und das Erste, was passiert ist, du fühlst dich einfach nur wohl. Du fühlst dich wohl mit dir. Und dann fühlst du dich mit allen anderen auch wohl. Aber es ist für dich ein gleiches Wohl, ob du alleine bist oder mit jemand anders zusammen bist. Du bist einfach in diesem Wohlfühlzustand. Also meine Lieben, ich komme zum Schluss. Es ist wunderschönes Wetter. Wir gehen jetzt zum Kitesurfen. Mein Sohn ist hier. Wir werden aufs Wasser gehen und uns einen wunderschönen Tag machen. Morgen ist Anmeldeschluss für 2 für 1 Divine Design Soul Blueprint Masterprogramm. Montag ist Anmeldeschluss für Specialpreis 4,99 statt 9,99 für die Alchemie, die weibliche Alchemie. Und für euch lieben Männer, die ihr wirklich auch so zahlreich langsam in meine Divine Design Welt eintritt, es wird Programme für euch geben. Ganz, ganz bestimmt. Wir werden etwas launchen für Männer. Ich kann euch nicht versprechen, wann, aber die Message ist sowieso dieselbe. Nur das Training, nur diese Umsetzung ist natürlich unter Frauen einfacher wie auch unter Männern für sich. Einfach aus den mentalen Konstrukten heraus, die einfach da noch sind, die aufgelöst werden müssen. Dem Moment, wo wir alle mentalen Konstrukte aufgelöst haben, können wir das locker alles zusammen machen. Das ist kein Ding. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich von euch zu hören. Wir können auch noch ein Gespräch ausmachen, wenn du dich aufgerufen fühlst und sagst, okay, ich bin all in für Divine Design Soul Blueprint. Ich habe so lange gewartet. Ich möchte dieses 2 für 1 für morgen bis Mitternacht unbedingt noch für mich ergattern, weil ich bin jetzt dabei. Ich habe nichts mehr, worauf ich warten muss. Schreib mir und wir legen los. Also, bis dann. Ciao. So, jetzt bin ich hier noch auf YouTube live. Mal sehen, ob ich hier noch irgendetwas sehe von euren Kommentaren. Gleichzeitig live. So. Und mal dann schauen.
ob ihr hier noch irgendwas geschrieben habt. Ich war gerade noch auf Instagram mit live. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, auch zu den Angeboten, zu den Programmen jetzt, die ihr auf YouTube seid, schreibt doch einfach was in die Kommentare. Ich bin noch ein paar Minuten hier, während ich das Ganze hier abschicke. So, wen haben wir denn noch hier? Hier haben wir noch 10 Leute, die noch zuschauen. Ja, es ist so, so wichtig, dass ich irgendwann mal diese Entscheidung treffe und mir wirklich sage, ich bin jetzt zu Ende mit diesem Leben im Leid. Es reicht mir, weil ich weiß, ich habe genug gelernt, ich habe genug gelesen, ich habe genug Beweise, ich habe genug Wissen, aber ich bin jetzt wirklich ready und bereit, nicht nur mehr Wissen zu konsumieren, sondern es wirklich anzuwenden. Und zwar jeden Moment meines Lebens. Eine neue Persönlichkeit in Macht, in Kraft, als die Schöpferin, als die Realität zu gehen, zu begehen. Und das ist ein riesengroßer Shift, das ist eine riesengroße Entscheidung, wenn ich komplett in meine Macht eintrete, wenn ich komplett sage, äußere Umstände haben keinen Einfluss mehr auf mich. Äußere Umstände gibt es nicht, weil es sind innere Umstände pushed out. Es sind meine Umstände, es sind mentale Umstände, es sind mentale Konstrukte, die ich nach außen projiziere. Und hier zu erkennen, dass dieses Projizieren nach außen manifestieren ist so, so wichtig. Und hier eine Bestandsaufnahme zu machen, eine Inventur, ein Inventar, wie es in der Schweiz heißt, einfach mal zu sehen, Leute, was ist dieser Ich-Zustand, den ich immer wieder und wieder wiederhole? Okay, ich schaue mir das an. Ich bin mir bewusst. Ich habe keine Schande, ich habe keine Schuld, ich weiß genau, wo es herkommt. Aber jetzt ist der Moment, wo ich sage, raus mit den alten Kamellen, raus mit den alten Sachen, die ich nicht mehr haben will, raus mit den Konstrukten, raus mit den Gedanken, raus mit den Überzeugungen, raus mit den Annahmen, die mir diese beschränkte, leidvolle Welt da draußen manifestiert haben. I'm ready. I'm done. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich hole meine ganze Macht zu mir zurück. Ich lebe meine Identität aus meinem Divine Design Soul Blueprint, aus meiner Fülle, aus meiner Liebe, aus meiner Begeisterung heraus. Und ich manifestiere mir ein Leben mit grandiosen Beziehungen, mit einer absolut abgefahrenen Liebesbeziehung, 100% nach meinen Wünschen und Vorstellungen. Finanzielle Freiheit, die limitless sein kann. Ich brauche nicht zu sagen, wie viel. Ich sage einfach, es ist mehr und mehr. Es ist Overflow für mich da. Overflow überall, weil ich lebe in einem überflussreichen energetischen Universum. I'm here, I'm ready, I go for it. Und der Moment, ich kann euch nur sagen, der Moment, wo ich das entschieden habe und entschieden habe, dass ich bereit bin, alles zu verlieren, was ich eh nicht mehr will. Ja, muss ich es nicht mehr verlieren? Wenn ich begreife, dass ich gar nicht verlieren muss, aber ich muss erstmal bereit sein zu verlieren, und dann erkenne ich, wow, jetzt brechen alle Sachen weg, die ich eh nicht mehr will. Jetzt geht das Zeug. Und es
fühlt sich im Außen so an, als würde der SP weggehen, als würde ich mein Geld verlieren, als würde ich Freunde verlieren, als würde ich meinen Halt verlieren, als würde ich mein altes Ich verlieren. Aber das ist es. Das musst du bereit sein zu verlieren, um alles zu gewinnen. Es ist ja alles für dich da, aber es ist besetzt, du bist besetzt, du bist nicht von Fremdenergien besetzt, sondern du bist besetzt von Zeug, das du nicht haben willst. Deswegen hast du das Gefühl, das sind Fremdenergien, deswegen hast du das Gefühl, das ist fremd von jemand anderem. Aber es ist von dir, aber es ist von dir generiert, manifestiert und du willst es gar nicht haben. Und dann denkst du dir, das ist fremd, das gehört nicht zu mir, aber du hast es gemacht, du hast es zu dir geholt, du hast es angenommen, du hast es reingeholt, du hast es eingeladen, du hast es gelebt, du hast es ausgelebt, es ist alles in Ordnung. Aber der Moment, wo du einfach sagst, ja, aber jetzt reicht's mir, absolut, ich mach Schluss damit, ich mach Schluss damit, ich lasse es los. Das ist dieser Moment, wo du dich befreist und Platz machst für dich als die Version, die du sein willst, in dem Leben, das du leben willst. Und du verlierst nichts, nur dein Verstand verliert Konstrukte, verliert scheinbare Sicherheit, verliert Sachen, die du nie haben wolltest. Wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen und erkennst, dass es safe und sicher ist, weil verlieren das falsche Wort ist, sondern es ist, ich wähle neu. Ich wähle neu. Ich kann überhaupt nichts verlieren. Ich kann es immer wieder wählen. Ich kann immer wieder Machtlosigkeit wählen. Ich kann immer wieder Angst wählen. Ich kann immer wieder Zurückweisung wählen. Ich kann es gar nicht verlieren. Ich kann es aber aufgeben. Und ich kann mal schauen, wer ich bin und wie ich lebe, wenn ich das nicht habe. Und dazu musst du, das geht nicht halbherzig. Das geht nicht halbherzig. Es geht nur, indem du sagst, jetzt ist genug mit dem, was war. Jetzt mache ich alles neu. Ich bin neu. Ich will mich neu fühlen. Ich will mich neu sehen. Ich will die anderen Menschen neu sehen. Ich will meine Beziehungen neu sehen. Ich will meinen Wert neu sehen. Ich will meine Kraft, meine Macht, meinen Einfluss neu sehen hier. Ich will mich neu sehen. Und ihr könnt alle in die Community kommen. Wir sind Divine Design. Ich werde dort in Zukunft auch noch mehr Masterclasses machen, die dort teil sind. Ich kann euch sogar sagen, was da noch alles drin ist. Habe ich mir schon vorgestellt. Eine Masterclass wird kommen, die heißt No Compromise, keine Kompromisse. Dann wird absolut Confidence, absolute Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstermächtigung kommen als Masterclass. Und so werde ich kleine Häppchen und die Hot Seats einmal im Monat, die Fragen und Antworten, der Kurs I Am, Divine Design Identity, ist alles da drin in der Community. Aber was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass du häppchenweise vorgehst. Und das ist natürlich hier auf dieser Welt, wenn du Schritt für Schritt und Häppchen für Häppchen, ja, es ist ganz, ganz lange dauert. Wenn du aber in das Divine Design Soul Blueprint Programm kommst, dann crashen wir alles, was du nicht mehr haben willst. Es wird gecrashed. Es wird aufgelöst. Es wird alchemisiert. Und du wirst frei. Und das ist eben ein Crash. Deswegen heißt Crash-Kurs 3 Monate, wo du einfach all in gehst für dich. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und dafür musst du dich entscheiden, ja? Dafür musst du dich einfach entscheiden und sagen, ja, ich tanze da noch so ein bisschen rum und ich mache so ein bisschen da und ich mache so ein bisschen Selbstkonzept und ich mache so ein bisschen Meditation. Ich mache so ein bisschen Reflexion. Aber im Grunde bleibe ich die Alte und im Grunde bleibt mein Leben beim Alten und im Grunde will ich mich ja nur ein bisschen besser fühlen, jeden Tag ein bisschen besser. Und daran ist nichts falsch, ja?
Versteh mich nicht falsch, das ist überhaupt nicht falsch. Es ist einfach hier auch eine Entscheidung, ja? Es ist eine Entscheidung. Und für mich war es ganz, ganz klar, alles oder nichts. Ich will alles so haben, wie ich es haben will. Wenn ich schon haben kann, wie ich es haben will, warum sollte ich Kompromisse eingehen? Das wäre dann das Thema der Masterclass, keine Kompromisse. Ja? Und das ist das, was für jeden zu verfügbar ist. Für dich ist alles verfügbar. Aber du musst bereit sein, alles anzunehmen, ja, alles zu empfangen. Und dieser Empfangsmodus wird von dir angestellt, indem du keine Ängste mehr hast, indem du im vollen Vertrauen bist, indem du weißt, wer du bist und was für dich ist. Es ist alles möglich. So, ihr Lieben, also, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich bin gespannt, wer noch für alles zu haben ist, wer noch hier ist für das Große, das Übergroße, den Überfluss in diesem Leben. Wir sehen uns im nächsten Video.